Christopher Nolans Historienfilm Oppenheimer räumt bei den diesjährigen Panzer, Kampfjets und U-Boote. Europa rüstet auf. Die Waffenimporte haben sich in den letzten 5 Jahren fast verdoppelt. Nicht zuletzt wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Jetzt bei... Wieder neue Diskussionen um den Taurus. In einer Sondersitzung geht es heute um die Abhöraffäre. Nur eines unserer Themen, außerdem haben wir noch das hier. Streik oder kein Streik? Die Deutsche Bahn zieht wegen des geplanten Lok... Und damit ganz herzlich willkommen bei Newstime. Es fühlt sich ein bisschen so an wie bei täglich grüßt das Murmeltier. In Deutschland grüßt nur gerade das Streiktier. Ab heute Nacht droht der nächste Streik der Lokführer im Personenverkehr, falls die Bahn es nicht doch noch schafft, den Streik per Eilantrag abzuwenden. Bislang hat das Arbeitsgericht in Frankfurt noch nicht dazu entschieden. Zusätzlich dazu legen die Flugbegleiter bei der Lufthansa die Arbeit nieder. Mario Herb berichtet. Die russische Abhöraktion um die deutsche Luftwaffe hat für mächtig Wirbel gesorgt. Die Union hat Klärungsbedarf und den Verteidigungsausschuss des Bundestags zu einer Sondersitzung zusammengetrommelt. Ja, ob es um den Taurus geht oder alle anderen Waffen, der russische Angriffskrieg hat den Rüstungsmarkt verändert. Europas Waffenimporte zum Beispiel haben sich innerhalb der vergangenen 5 Jahre fast verdoppelt. So steht es im aktuellen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Und auch das Verteidigungsbündnis NATO wächst. Heute wurde Schweden offiziell aufgenommen. Adrian Kriesch. Die Sicherheit in Europa, natürlich auch ein Thema bei der Europawahl im Juni. Die Parteien stellen dazu aktuell ihre Wahlprogramme vor. Und dabei sollten sie auch die jungen Wähler im Blick haben. Denn in Deutschland dürfen zum ersten Mal mehr als 1 Million Jugendliche ab 16 Jahren wählen. Merle Giesel hat sich angeschaut, ob und wie sie in den Blick genommen werden. In keinem anderen Kontinent erwärmt sich das Klima so schnell wie in Europa. Damit beginnt unser Nachrichtenüberblick von Lisa Marie Wahler. Dieser Fall hat wohl in ganz Deutschland für Entsetzen gesorgt. Am Schloss Neuschwanstein wird im vergangenen Sommer eine US-amerikanische Touristin brutal getötet. Ein Landsmann hatte 2 Urlauberinnen überfallen, die Jüngere vergewaltigt und beide einen tiefen Abhang hinuntergeworfen. Heute fiel das Urteil im Prozess, Lukas Ferring berichtet. Keine 10 Spiele sind mehr zu spielen in der diesjährigen Fußball-Bundesliga-Saison. Und so langsam kommt die ein oder andere Vorentscheidung näher. Die Themen des 25. Spieltags und mehr vom Sport jetzt mit Julian Mayer. Die Oscars sind ja immer für eine Überraschung gut, dieses Mal mit einem nackten Mann auf der Bühne. Unterdessen bekam die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller zwar keinen Oscar, dafür wurden aber 2 Filme ausgezeichnet, in denen sie mitgespielt hat. Ganz großer Abräumer des Abends war aber ein anderes Werk. Nadine Sozisko und Kira Alin haben die Bilder. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Es wird fast schon strahlend sommerlich in den Wetteraussichten. Die Einzelheiten hat Alban Buster für uns. Danach geht's weiter mit The Biggest Loser. Viel Spaß und einen schönen Abend.